Entschuldigung, passiert mir sonst nicht. Macht nichts, warten Sie. Weil ein kleiner Detektiv, der sein Bier verschüttet, kein Gesprächspartner für Sie ist? Vor der Kriminalpolizei Frankfurt am Main hat Herr Walter Lobschatz, Böckenrieder Allee 22, heute folgende Aussage gemacht. Lobschatz? Aber ich darf dich an deinen Auftrag erinnern. Du solltest für meinen Mandanten einen Zeugen finden. Deswegen sind Sie doch gekommen. Ja. Auch rein? Ja, bitte. Danke. Otto, bring doch mal ein Bier mit. Für Sie auch? Dr. Renz trinkt kein Bier. Das schon. Nur nicht aus Pappbechern. Wir werden für Sie ein Glas anschaffen. Darf es Kristall sein? Bleikristall, bitte. Möchten Sie noch einen? Ja. Okay, Sie brauchen nichts weiter zu sagen. Danke. Am Anfang habe ich gedacht, du bist so ein Typ, der überall mal was mitnimmt.